Hi Martin hier. Kurz nach dem EM-Finale habe ich nichts anderes zu tun, als den Wix zu besprechen. Naja, war kein schlechtes Spiel und naja, ich glaube, für einen Fußballer gibt es nichts Schlimmeres, als bei einem Endspiel oder so, man topfit ist, verletzt zu werden, nicht dabei zu sein. Egal, ob man jetzt Ronaldo mag oder nicht. Geht ja uns Trader genauso, wenn wir jetzt irgendwo ausgestoppt werden und dann düst uns der Markt davon, dass, ob man will oder nicht, tut schon irgendwo weh. Deswegen hat mir der Ronaldo schon ein bisschen leid getan. Das ist wirklich sportlich nicht schön, dass man, die haben ja auch nicht so viel Zeit, so viele EMs und WMs, ne? Macht man ja auch nicht mit im Leben und das ist schon schade eigentlich. Aber ich glaube, er wurde dann trotzdem noch irgendwie belohnt. So, den Wix, ja, ganz wichtige Sache. Der Wix ist ganz, ganz wichtig, ja. Ich will jetzt nicht das alles wiederholen, was man schon im Netz finden kann, wie der Einstein gesagt, als er gefragt worden ist, wo ist Rom, hat er es nicht gewusst, sondern gesagt, warum soll ich das wissen, was man überall nachlesen kann? So, das heißt, gemäß dieser Aussage versuche ich euch jetzt hier eine sehr interessante Edge zu geben, von der ich ausgehe, dass die keiner so richtig kennt von den Trader-Szenen. Ja. Ich fange einfach mal an. Uns Options Trader interessiert eben die Volatilität. Ist ja klar. Sie gibt uns eine mögliche Schwankungsbreite des Underlyings und hilft uns zu bestimmen, ob Optionen generell teuer oder billig sind. Ja, das ist klar. Volatilität hilft uns festzustellen, ob eine Option teuer und billig oder billig ist. Hieraus können wir optimale Strategien kreieren. In diesem Video möchte ich kurz die implizite Vola und den Wix besprechen. Ich habe das Video zweigeteilt, wie ihr gemerkt habt. Ich habe die implizite Vola extra gemacht. Bitte dieses Video vor diesem Wix anschauen, dann werden einige Dinge klarer. Grundsätzlich findet man viele Infos im Netz. Ja, ich werde trotzdem noch ein paar Links geben, auch da, wo der Wix genau erklärt ist. Ja, aber einige Wörter müssen wir überall streichen. So, wir machen hier mal eine Aufklärung. Das ist ganz wichtig. Ja, wir sind hier immer ein bisschen klüger als die anderen im anderen Kanal, sollen die weitermachen. Der Wix ist kein Angstbarometer. Ja. Und sagt auch nichts über die Zukunft aus. Rein gar nichts. Wenn er irgendwas liest, das ist ein Angstbarometer, das was weiß ich, Quatsch. Ja, gleich werdet ihr schlauer sein. Der Wix spiegelt die aktuellen sekündlichen Entwicklungen der Optionspreise. Ja, der zu berechnenden, für die Wix-Option, ja, habe ich wahrscheinlich mich verschrieben, Entwicklung der Optionspreise, die eben für die Wix-Berechnung einbezogen werden. Spiegelt es wider. Er ist ein Zustandsindikator. Ja, uns interessiert, ja, was sagt uns der Wix jetzt aus? Wir dürfen ja nicht einfach so interpretieren, was morgen sein wird. Ja, das können wir immer nur im Verhältnis oder sollten wir immer nur im Verhältnis tun und das werden wir lernen sukzessive. Ja. Diese Annahmen werden ungeprüft und unbedacht, selbst von renommierten Börsenseiten übernommen. Also diese Annahme eben, dass es ein Angstbarometer ist und die Zukunft und es wird immer volatil sein und das stimmt überhaupt nicht. Eine Edge erhalten wir nur, wenn wir die Verhältnisse definieren zum jetzigen Zustand. Ja, das gilt für alle Trading-Bereiche. Die größten Edge kriegt man immer, wenn man bestimmte Durchschnitte hat im Verhältnis zum jetzigen Zustand, sowohl bei Optionen, das ist Percentil, auch jetzt der Wix, wo steht er generell, wo steht er jetzt. Nur diese Verhältnisse helfen uns. Der Wix alleine gibt uns aber einen schönen Hinweis, weil wir ne, in diesem Kanal lassen immer den Markt den Vortritt. Ja? Das heißt, wir werden hier keine Glaskugeln hier hoch, also zaubern, wie in den anderen Kanälen, wo geht der DAX hin? Natürlich werden wir Wahrscheinlichkeitsanalysen machen, aber mehr können wir ja nicht machen. Aber das Schöne ist, mit unseren Strategien können wir immer dann handeln, wenn der Markt schon gesagt hat, wohin er geht. Also wenn der Wix hoch ist, werden wir Optionen verkaufen, wenn er niedrig ist, werden wir kaufen. Total simpel ist es. Ja, es ist kein Hexenwerk. Das heißt, mir ist im Grunde wurscht, wo der Wix sein wird. Ja, ich handle da, wo er ist. Ja. Und habe eben dann später bestimmte Erfahrungswerte etc., wie er dann sein könnte. Ich sage mal in ein paar Sätzen, was das überhaupt ist. Das ist von der Chicago Board of Exchange Volatility Index. Wix drückt die erwartete Schwankungsbreite der US-amerikanischen Aktienindex, also das S&P 500 aus. Das ist ja der große, der breite.
Und der Volatilitätsindex VIX gibt die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität, implizite Volatilität, wie gesagt, Video anschauen, anhand von Optionspreisen auf den S&P 500 über 30 Tage in Prozentpunkten an. Ja, ein hoher Wert des VIX, ich werde es gleich erklären, weist auf einen unruhigen Markt hin, an niedrige Werte lassen eine Entwicklung ohne starke Kursschwankungen erwarten. Das ist wieder mit Klammern. Das habe ich irgendwo übernommen, habe nicht alles selber geschrieben. Das, wie gesagt, das ist noch ein Klammer. Über die Richtung und Änderung, also steigende oder sinkende Kurse, gibt er keinen Aufschluss. Gut, das ist korrekt, richtig. Zwischen VIX und S&P liegt eine gegenläufige Korrelation. Richtig, steigt die Volatilität des VIX an und dann fällt in der Regel der S&P, fällt die Vola des VIX und dann steigt der S&P. Und hieraus werden wir uns eine tolle Edge basteln, die ich euch nachher zeige. Ein verdammt guter Einstiegsindikator, der Lussek-Indikator. Ja, die Amerikaner nennen doch immer ihre Strategien. Muss ich doch mal irgendwas nennen, oder? Dieser Jay's Lizard oder so, den praktiziere ich schon seit 10 Jahren, aber der wird ja nicht nach mir benannt. Diese Prämie der Optionen kann als Risiko definiert werden. Ja? Genau wie andere Formen der Versicherung, je größer natürlich das Risiko, desto höher die Prämien, das ist ja klar, bla bla bla, kennen wir schon, Hochwasser, teure Preise, so. Der VIX wird nicht von einer Person festgelegt. Vorsicht! Da könnten schon einige wahrscheinlich was Neues lernen. Ja. Von der Börse auch nicht. Ja. Sondern er ist das Ergebnis von Millionen von Transaktionen von Händlern aus der ganzen Welt. Punkt aus. Meistens großinstitutionell, die handeln meistens Optionen. Von Volumen können das die Kleine gar nicht überschauen. Nicht überschauen heißt also nicht, kommen da nicht ran, vielleicht 10, 20%, der Rest sind Profis. Die Käufer und Verkäufer bewegen die Optionspreise. Je mehr Käufer es gibt, ist ja immer so überall, desto größer sind die Prämien. Wenn es mehr Verkäufer gibt, fallen die Prämien. Das ist eine unglaublich kraftvolle Aussage, die ich hier jetzt getroffen habe. Mit denen werdet ihr später Geld verdienen, wenn ihr meinen Kanal weiterverfolgt oder mich weiterverfolgt. Ja. Und zwar werden wir dann bestimmen, wenn wir an die Optionen rangehen, Übernahmen, Kandidaten, Strategien, was machen die großen bestimmten Aktien? Das können wir nämlich eben feststellen. Anhand der Vola, das kann ich euch jetzt schon vorwegnehmen, und halt eben können wir feststellen, ob es jetzt mehr verkauft wird oder gekauft wird, diese Option. Das können wir feststellen. Ja, das ist toll. Es ist nicht ganz hier angebracht ist, aber nur das, weil es jetzt gerade hier steht. Der VIX ist ein gewichteter Durchschnitt aller Optionen auf den S&P-Index und leitet daraus eine einzige Zahl ab, den VIX. Ja, alle Optionen, das definiere ich jetzt. Ja. Aber jetzt noch einmal, dass ihr es versteht. Das ist ganz, ganz wichtig. Das verstehen schon mal 90% der Trader nicht. Aber ihr natürlich. Wir sind alle schlau hier. Das ist ja klar. So, Angst. Händler. Institutionellen, wer auch immer. Optionen, sagen wir mal, Laufzeit 30 Tage, die eben für den VIX zuständig sind, die eben für die Berechnung wichtig sind. Was passiert? Ja. Es herrschen Meinungen, Angstzustände und dann sind die Händler bereit, eben diese Optionen, ja, siehe mein Video, implizite Volatilität, Eisverkäufer etc. erst, wenn tatsächlich die Preise bezahlt werden, und dann steigt die implizite Vola und dadurch natürlich auch der VIX. Ja. So, hier habe ich den VIX so gemacht. Ich mache mal so einen Zeiger. Ich finde das immer ganz schön. Ja, Stift, Textmarker, machen wir Textmarker. Das ist ja klar, je größer die Angst, ja, desto mehr werden die Leute bereit sein, diese Optionen, ja, zu kaufen. Und dadurch wird dann auch der VIX steigen. Und wir haben ja gelernt beim Video implizite Volatilität, ja, dass zuerst die Optionen, die at the money sind, also am Geld, zuerst steigen werden. Und dann diese Formeln, diese erhöhte implizite Volatilität natürlich dann in die Berechnung, in die Maschine, in die Formel einfließt und dadurch alle anderen Optionen teurer werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, auch diese Händler, ja, konzentrieren sich zuerst natürlich an die etwas nahe, also etwas am Geld liegenden Optionen. Ja? Also at the money. At the money, ja, machen die hier
Das interessiert die mehr. Die werden jetzt, wenn wir jetzt beim S&P 2000 sind, werden die ganz bestimmt nicht jetzt ein 1800er kaufen oder verkaufen. Das machen die nicht. Das machen die später. Ja. So, und dadurch, wie gesagt, wird der VIX beeinflusst durch die Käufe und eigentlich durch die Angst. Die Angst, je größer die Angst oder Unsicherheit, so größer wird die Bereitschaft sein, diese Dinger zu kaufen. Und das beeinflusst den VIX. Nichts anderes. So. Jetzt passt mal auf. Entschuldigung. Passt mal auf. Der Papa Martin hat euch jetzt noch was vorbereitet. Und zwar, welche Optionen werden zur Berechnung mit einbezogen? Und zwar alle Optionen, außer diejenigen, die keinen Bid-Preis haben. Ja? Das heißt, ich mache das jetzt mal rot. Die, die einen Null-Bit-Preis haben, werden nicht, ja, in die Berechnung einbezogen. Also die werden nicht in die Berechnung einbezogen. Aber ihr wisst ja, wenn der Markt etwas fällt oder sich bewegt. Und jetzt pass mal auf, noch einmal, Video implizite Vola, erinnert euch. Wenn nun die Add-the-Money-Optionen, dann auch die Preise der etwas weiterliegenden, ich habe jetzt mal bewusst keine Strikes, sondern, Entschuldigung, das ist jetzt natürlich klar, dass das am, also Add-the-Money ungefähr ist, ja, Add-the-Money. Und wir gehen hier mehr aus dem Geld, ja. Und diese haben keinen Bid-Preis, da werden sie nicht in den VIX einbezogen. Aber wenn die Volatilität steigt, ja, dann entsteht zum Beispiel, das ist zum Beispiel VIX 15, da werden sie nicht einbezogen. Aber angenommen, wir haben jetzt mal einen VIX, sage ich mal, 20. Ja, passt mal auf. Dann haben die hier unten eine 1 und hier vielleicht noch eine 1 und dann werden die schon mit einbezogen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Wenn ihr das versteht, seid ihr schon verdammt weit in dem Bereich, um das Ding richtig zu verstehen. Ja. Das heißt, dann werden die mit einbezogen und die mit einbezogen, wenn der VIX steigt. Das heißt, die Anzahl der Optionen, die für die Berechnung des VIX zuständig sind, steigt je nach VIX. Ja, das ist eine selbsterfüllende, so eine, ja, so ein, ja, das ist halt so ein Mechanismus. Aber das ist ganz, ganz wichtig, um jetzt den letzten Gedankengang zu verstehen. Und klar, wenn jetzt VIX fällt, also angenommen bei einem VIX von, sage ich mal, 12, ja, dann hast du hier vielleicht noch eine 0, ja, und dann werden nur diese vier herangezogen, also immer weniger. Verstehst du? Je höher der VIX, desto mehr Optionen, klar, weil die dann immer, weil die keinen Null-Bit haben, werden die mit einbezogen. Das ist ganz, ganz, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. So, jetzt passt mal auf. Ja, ihr seht schon. Jetzt passt mal auf. Der VIX ist nicht gleich VIX. Müsst ihr den wirklich irgendwie anders nennen. Es gibt für mich so eine Art, so ein Hidden VIX, ja, ein versteckter VIX. Ich sage euch ganz genau, was hier passiert ist. Das ist jetzt irgendwann, ach, Entschuldigung, was war jetzt dieser August letzten Jahres? Kann ich euch ganz genau sagen, was passiert ist? Da ist der VIX angestiegen und zwar innerhalb von 3, 4 Tagen. So, das waren keine Käufe von Panik, von Menschen, die Angst haben. Das war es nicht. Das waren zuerst, ja, Zwangsliquidierungen. Ist ja klar, wir hatten eine längere Phase eines tiefen VIX. Wir definieren VIX tief zwischen 20 und 12. Ja. Tiefster Stand war irgendwann mal 9,9 in den letzten 20 Jahren. Irgendwann war das mal zweimal nur. Definieren wir hier als niedrige Phase. Ja. Und das komme ich später dazu mit diesen Hidden Volatility. Aber das Problem ist, dass natürlich hier die Optionen ganz billig sind. Ja. Und jetzt können natürlich einige brutale Marktteilnehmer wie Soros oder BlackRock oder was weiß ich auf die Idee kommen, den Markt ein bisschen zu kitzeln. Und das war am Optionsverfalltag. Ja. Oder kurz davor, doch, war kurz vor den monatlichen Optionsverfalltagen. Da hat irgendeiner gedrückt. Weil da nämlich die Optionen ganz billig sind, ja, auch Add the Money sind sehr billig gewesen.
Und jetzt passiert Folgendes: ist natürlich der Markt so ein bisschen durch ein paar Stops gerutscht, ja, und dann mussten die Market Maker erstmal short gehen. Und dadurch wurden erstmal die billigen Optionen, ja, die von den Market Makern verkauft worden sind, weil wahrscheinlich hat ein größerer Putz gekauft, die werden dann auf diesem Niveau eher gekauft, ja, weil man sagt, na gut, wir sind schon so tief, der Markt ist hoch, da ist eine Gefahr einer Hidden Volatility, also eine Volatilität, die immer so im Hintergrund lauert, ja, ist ja klar. Aber die müssen ja verkaufen. Und es ist unglaublich schwer, sich zu hedgen. Und das wissen natürlich auch die anderen Profis. Und dann haben sie die einfach mal, haben sie den Markt gekitzelt, dann mussten die sich erstmal eindecken, ja. Und dann sind die short gegangen in den Future und dadurch sind natürlich andere Preise gestiegen. Ja, da kam es zu Zwangsliquidierungen bei einigen kleinen Konten, so wie wir meistens, die überfüllt sind mit der Margin, mit Short Puts. Ja, diese Short Put Strategie ist genau an diesem Tag funktioniert nicht. Das heißt, wahrscheinlich die ganzen Einnahmen der letzten ein Jahre sind vielleicht bei einigen flöten gegangen, die da ein bisschen nicht richtig positioniert waren und das nicht richtig machen. Was passiert Folgendes? Ist ja klar, die müssen sich auch eindecken. Und jetzt beginnt natürlich jetzt so eine Phase, ja, diese zweite Phase. Also wie gesagt, die erste Phase. Oh Scheiße, es tut mir jetzt leid, Entschuldigung, das Wort darf man nicht verwenden. Das muss ich radieren. Das ist ein bisschen spät und es ist ziemlich heiß hier. Meine Klimaanlage ist da. Versteht ihr? Die erste Phase, ja. Ist hier, wie gesagt, die verkauften Puts, ja, auch die einem, die 0-Bit haben. Jetzt pass mal auf, jetzt kommt diese 0-Bit-Geschichte. In dieser Phase wurden wenige, ne, Optionen berechnet für den WIX. Ja. Hier, in dieser Phase sind wenige berechnet worden. Aber durch diesen Anstieg hier, ja, wurden natürlich mehr, also wurden viele, ne, aus dem 0-Bit-Bereich, haben wir ja hier schon besprochen, wenn der WIX nur ein bisschen steigt, kommen immer mehr Optionen dazu. Und deswegen hast du auch bei diesem WIX diese enorme Zahl, weil ja jetzt hier ganz viele Optionen berechnet worden sind, die vorher gar nicht berechnet worden sind. Das ist so eine Übertreibung. Das heißt, wenn ihr das so seht, das ist keine Angst, das ist ein Mechanismus im Markt. Ja, das ist ein ganz normaler Mechanismus. Ja. Weil alle wussten hier schon, ja, dass irgendwann dieses Ding knallt. Da haben viele schon gedacht, haben gesagt, oh, jetzt wieder Ruhe und zack. So. Und es war August. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht warten, dass der Sommer ruhig sein muss. Ja. Aber ihr versteht's. Ja, diese Geschichte. Und jetzt natürlich kommen vielleicht auch tatsächlich Käufer, die sagen, oh Gott, ja, und jetzt kommen auch wieder Verkäufer. Ja, jetzt verkaufen nämlich die Market Maker in der Phase 2. Ja, das heißt, es kaufen tatsächlich dann einige Leute oder zwangsliquidieren und jetzt kommen eben die Market Maker ins Spiel, die dann wiederum teure verkaufen können. Ja, und wenn das Ding dann wieder runtergeht, haben die natürlich wieder einen schönen Gewinn. Warum? Die haben schön Optionen verkauft. Wir natürlich auch. Ja, wir haben natürlich auch schön verdient. Das ist so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Das Ding wird hochgejagt. Zuerst verliert der Market Maker hier ein paar Euro, aber dann geht das Ding sowieso durch die Decke. So eine selbsterfüllende Prophezeiung in so einem extrem starken Markt. Und dann verkaufen die hier und haben dann sind sie wieder auf Nullpunkt hier. Und wichtig eure Erkenntnis, dass hier bei diesem WIX und natürlich auch ist das jetzt wieder der Grund, ja, warum der WIX wieder so schnell fällt? Weil wieder weniger Bits, ja, diese 0-Bits-Geschichten dazukommen, weil durch den Verfall wieder weniger Optionen berechnet werden und dadurch steigt er wieder etwas überproportionaler. Das hat aber noch nichts mit dem Verhalten der Marktteilnehmer zu tun, nicht unbedingt. Macht davon immer so, vielleicht macht die Hälfte von diesen Dingern, das ist vielleicht so eine tatsächliche Angst. Das heißt, die Hälfte. Wenn wir jetzt die Hälfte nur hätten, hätten wir auch von der Hälfte der Korrektur, dann wäre die Korrektur so, dann wäre man das auf einem vernünftigen Level. Ja. Und ja, und das wäre das eine, dass ihr versteht so ein bisschen die Dynamik, dass er nicht immer sagt, oh, jetzt sind Leute hier in Panik. Nein, 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 das ist keine Panik. Das ist Marktmechanismus. Jetzt wisst ihr, jetzt könnt ihr es beantworten. Und vor allem diesen
Hidden Volatilität gibt es immer wieder. Das heißt, bei einer geringen Volatilität auf diesem Niveau, ja, sagen wir zwischen 20 und 12, gibt es immer diese Hidden, die ist immer, die lauert. Ist ja klar, ist ja normal. Ja? So, und deswegen verkaufen wir bei diesem Level, sehr selten werden wir hier auf diesem Level Puts verkaufen beim S&P. Unsere Phasen fangen so 17, 18 an, das heißt, hier würden wir verkauft haben, hier würden wir, aber wir würden natürlich die Strikes wählen, wir würden die Laufzeit wählen, dass wir nicht in Gefahr sind, dass wir diesen Mechanismus ausnutzen können. Und dann gibt es ein paar Mal im Jahr. Den können wir ausnutzen, den Mechanismus. Jetzt passt mal auf, noch was anderes. Und zwar ein Einstieg. Ich kann euch einen guten Tipp geben, wie ihr Wendepunkte definieren könnt vom am Markt, die eigentlich sehr, sehr gute Prognosen haben. Mach mal gelb. Pass mal auf. Merkt ihr etwas? Nein, merkt ihr wahrscheinlich nicht. Warte mal, ich mach mal eine andere Farbe. Und zwar der VIX. Wir haben ja anfangs gesagt, es hat eine inverse Korrelation zum S&P. Wenn der S&P steigt, fällt der VIX. Und wenn der VIX steigt, fällt der S&P. Aber es gibt ein tolles Signal. Und zwar habe ich das hier gesehen, das war der Juni sogar im Coaching mal. Pass mal, was hier passiert ist. Schau mal, der Markt ist gestiegen und VIX ist gestiegen. Ja? Das ist aber komisch, gell? Der VIX ist sehr stark gestiegen. Ja? Der Markt ist gestiegen. Das passt ja eigentlich gar nicht. Man könnte ja denken, wenn man jetzt die Definition in diesen ganzen Internetgemeinden liest, aha, eigentlich ist ja eine, wenn der Dings steigt, müsste der VIX ja fallen, ja, oder auf dem Niveau bleiben. Das sagt uns, dass hier Marktteilnehmer sich viel mehr mit Puts eingedeckt haben als üblich, ja, und das hat uns eben gezeigt, dass dieser VIX-Anstieg über einen Punkt fast einfach auf richtige Käufe der Marktteilnehmer, der Profis zurückzuführen ist, und da habe ich gewusst, jetzt haben wir einen Turnaround. Ja? Und wir haben nicht die einzige Situation. Schaut mal her. Ich glaube, das war, nein, ich habe jetzt noch einen gefunden. Muss jetzt selber nochmal schauen. Weiß nicht, ob der jetzt hier ist. So von dem. Ich weiß nicht, das ist das nicht. Es gibt immer wieder, wenn man diese Bottoms hat, wenn du in diesem Bereich bist, ja, hier hast du einen knappen Anstieg. Ja? Da hast du einen Doji. Das heißt, wenn ihr Trader, wenn ihr jetzt nur die Candles tradet, klar, das ist ein schönes Signal, aber das muss noch lange nichts bedeuten, dass das jetzt, das ist halt noch so, es schwächelt, aber dass der VIX erstmal hier unten war und hier oben gesettelt ist, das zeigt uns schon, dass da doch ein kleiner Wendepunkt ist. Der nächste Wendepunkt, wenn ihr seht, dass zum Beispiel jetzt der VIX steigt und hier der S&P steigt noch, dann würde ich short gehen. Das ist immer so. Ich habe es leider jetzt nicht hier. Ich habe das in den letzten 2-3 Jahren, diese Tops, werdet ihr selber feststellen. Das könnt ihr selber nochmal als Aufgabe, könnt ihr auch mal was tun, nicht immer nur Videos schauen, war ein Witz, auch aktiv sein. Glaubt mir, das ist ein verdammt guter Einstieg. Also ich habe genau hier gewusst, habe gesagt, so jetzt kommt der Turn hier, das ist ein Turn. Gibt es natürlich auch noch andere Indikatoren, aber das ist sehr, sehr stark. Das heißt, der VIX ist ein lebendes Instrument, was uns nützt. Ja? Das heißt, noch einmal, unter 20 sind wir in einem guten Klima, was uns erlaubt zu sagen, solange er sich da bewegt, ja, ist uns das wurscht. Das ist eine Seitwärtszone, da kann man schön hantieren, da kann man schöne Optionen, leicht normale Optionsstrategien machen, auch mit Aktien mal ein bisschen An- und Verkauf machen, ist keine Panik, keine richtige Action im Markt. So, jetzt haben wir aber bestimmte Extrempunkte, das ist zum Beispiel die 12-13er, da wissen wir, wenn er da rumdümpelt, haben wir die Hidden Volatilität schon, ne, lauern, ja, und dann kommt das Ding, was machen wir hier nach diesen 1-2 Tagen? Wir verkaufen hier Puts, ja, das heißt, wir verkaufen hier irgendwo noch viel tiefer und viel weiter, vielleicht 6 Wochen verkaufen wir hier weiter Puts, weil dann die Preise der Puts durch die implizite Volatilität natürlich gestiegen sind und dann ein kleiner Ruck, ja, der Vola uns diese dann wieder billiger macht. Das ist jetzt nichts Neues,
Aber das Wichtige ist die Definition der Laufzeit. Ja, man kann auch 2 Monate rausgehen und das Margin-Verhalten. Margin. Ich mache jetzt schon mal einen kleinen Abstecher. Margin. Ja, warum? Nicht Martin, sondern Margin. Weil da die größten Fehler gemacht werden. Dann nützt mir kein Delta 10 oder irgendetwas, wenn ich mein Konto vollgepackt habe. Ja, das Problem ist, was hier geschehen ist. Ja, wenn man sich hier zu viel mit Puts zugehauen hätte, wenn man hier zwangsliquidiert worden, dann wären wir auf der anderen Seite leider. Ja. Hier, da würde keiner das so mitkriegen. Vielleicht an dem Tag, aber ob da jetzt, da ist auch, also sagen wir, da würde ich 3 Monate aus dem Geld gehen beim S&P. Ja. Und ich sag mal so eine Faustregel, ich würde mir immer nur 10, 15% der Margin bereitstellen. Warum? Weil natürlich auch das Konto. Ja, der Broker bei diesen sofort deine Margin natürlich erhöht. Ja, das heißt, das ist wie so eine Lawine, wirklich, das ist eine Lawine. Du kommst da nicht mehr raus. Du hast, sage ich mal, 5.000, sagen wir Margin. Machen wir mal, du hast ein 10.000 Konto, ja, und ihr habt jetzt, sage ich mal, 5.000 vollgepackt mit Puts, Naked Puts oder was weiß ich immer, 5.000 Margin vollgepackt. So, was passiert in der ersten Phase? Die erste Phase geht vielleicht noch gut. Bei dieser Phase werdet ihr vielleicht 7.000 Margin im Konto haben müssen, hundertprozentig, vielleicht sogar noch mehr. Und hier werdet ihr hundertprozentig schon über die 10.000 kommen, von der Margin her. Das heißt, wenn wir hier sind, werdet ihr schon ein paar Positionen zwangsliquidiert, ja, sofort. Dann habt ihr sofort Minus auf dem Konto, weil das wird meistens über Nacht geschehen oder zu ungünstigen Zeiten. Ihr seid nicht, ihr kommt da auch von Bid- und Ask-Preisen bei dieser Vola nicht raus mit zum vernünftigen Preis, auch wenn ihr aktiv was macht. Das heißt, der Broker wird irgendeinen Ask-Preis nehmen, ja, weil Bid haben wir ja verkauft. Das heißt, er wird einen ganz teuren Ask-Preis nehmen und das ärgert einen total. Habe ich zweimal miterlebt an meinen Anfängen. Deswegen gebe ich euch das mit. Belegt 20% maximal bei solchen Dingen. Das reicht doch. Ja, das ist schön, 1, 2.000, da kann man da schon mitmachen. Ja. Locker. Ja, über vielleicht 1, 2 Wochen. Nicht so gierig. Wenn man 1 Million Konto hat, werden das 20, 30.000 in ein paar Tagen. Ist schön. Aber die Dinger passieren auch nicht alle Tage. Ja, und gerade durch die Gier, sage ich mal, ja, vermasseln sich einige diese ganze Wix-Geschichten. So, das reicht jetzt. Ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen ein Gespür bekommen, was Wix ist, ja, dass ihr damit ein bisschen umgehen könnt. Es gibt noch viele andere Nuancen, aber ich glaube, das hilft euch mal. Wir werden es immer wieder besprechen. Bis bald.